Spieletest.at. Sehr verehrte Gäste, herzlich willkommen an Bord des Frachtschiffs Annalisa, und zwar im Schiffssimulator 2012, Thema Binnenschifffahrt. Mit diesem Spiel kommt auch ein wundervolles Plakat. In diesem Plakat sehen wir, welche Strecke wir befahren können. Wir sehen den Rhein hier aufgezeichnet mit den wichtigsten Orten. Auf der Rückseite ein Wendeposter. Alle möglichen Schiffe, die uns zur Verfügung stehen, in der Reihenfolge ihres Inkrafttretens. Was wir nicht sehen, ist ein kleines Bonusschiff, das wir uns nachher gleich noch anschauen werden. Wir befinden uns derzeit hier im Stadion des Frachtschiffs Annalisa. Wie schaut das aus? Mal das Kajütenlicht abdrehen. Ich habe einen Auftrag schon angenommen von Lahnstein an den Hafen Köln. Wo liegt das Ganze? Das sehen wir an der Karte. Ich muss jetzt einmal nach Lahnstein fahren. Aktuelle Position ist hier. Ich muss nach Lahnstein, was ich Gott sei Dank auch automatisieren kann. Klicken wir mal in die Gegend von Lahnstein und auf das Symbol für automatische Bewegung. Der Autopilot ist jetzt drinnen, ich brauche nichts tun und lande somit automatisch in Lahnstein, wo meine Aufgabe es ist, etwas mehr als 1900 Tonnen an Kies aufzunehmen. So, da sind wir auch schon. So sieht es übrigens im Cockpit aus. Wir können uns da auch mal umschauen. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass hier eine Philips Senseo Quadrante Kaffeemaschine steht. So, tut aber nichts fürs Spiel. Wir haben hier unsere diversen Instrumente, unter anderem eine Bordkamera, wo ich hier auf der Seite sehe, ob ich schon am Quay dran liege. Hier habe ich ein Radar, mal kurz einschalten. Und das Wichtigste, die Seekarte. Eine Übersicht, mit jedem Klick komme ich etwas näher ran. Radar interessiert mich nicht, schalten wir mal aus. Bordbeleuchtung kann ich auch einschalten. Mit O, noch eine Lampe, aktiviert sowohl draußen als auch drinnen. Ein Mikrofon für die Ansagen und Durchsagen, ein Steuerhebel mit Fixsteuer. Das heißt, wenn ich den bewege, bleibt das Steuer in dieser Position. Doppelklick setzt den wieder zurück. Muss nur erwischen. So. Der kleine Steuerhebel hier dient zum aktuellen Steuern und der Gashebel. Jetzt könnte ich noch nicht losfahren, weil ich noch vor Anker liege. Schauen wir uns mal kurz wieder an, wo wir hin müssen. Der rote Punkt ist unser Ziel. Das heißt, wir müssen noch ein Stück flussabwärts fahren. Nochmal hineinschauen, das liegt auf der Innenseite. Gut. Soweit, so gut. Wir haben hier Gegenverkehr, schauen wir uns vorher nochmal die Gegend an. Wie sieht es hier aus? Etwas diesig, wie man so schön sagt. In den Bergen ein Industriegebiet. Klar, sind ja in der Hafengegend. So, schau an, ein Ausflugsschiff. Vielleicht mal kurz rüberwinken. Und das ist unser Frachter,
mal aus der Nähe betrachtet. Bordbeleuchtung an. Hoppla, falsche Taste erwischt. Ich habe das Verdeck geöffnet. Schadet auch nichts. Müssen wir sowieso aufmachen, weil wir wollen uns ja jetzt beladen. So, jetzt aber Bordlichter an. Anker lichten mit Space und es geht los mit den Steuertasten vorwärts, rückwärts, links, rechts. Hui bu, wir sehen, neben uns kommt auch gerade ein Schiff. 13 Knoten ist vielleicht etwas zu viel. Wir schalten mal kurz das Bugstrahlruder ein, damit wir ein bisschen mehr Manövrierfähigkeit haben. Wir sehen schon, wie das Bugstrahlruder arbeitet. Haben wir uns einen relativ engen Hafen ausgesucht. Aber auch das ist dank dem Bugstrahlruder kein so großes Problem. Man merkt an meiner Sprechgeschwindigkeit, dass die Konzentration jetzt zunimmt. So, da wären wir. Jetzt schauen wir nochmal in die Karte. Da dürften wir richtig sein. Eine Verladestelle haben wir auf der linken Seite. Dann steuern wir die mal an, ein bisschen Gas geben. Kann nie schaden. Auf zu den Kränen. Geschwindigkeit drosseln. Und zu den Kränen. Auch da hilft uns jetzt wieder das Bugstrahlruder, um gut anlegen zu können. Falsche Taste erwischt, das erklärt, warum es nicht weitergeht. Gut, bringen wir das Schiff zum Stillstand. Und mit Space legen wir an. So, da liegen wir jetzt zwischen den zwei Kränen. Ich habe die Möglichkeit, mit meiner ruckeligen Maus hier auf den Kran zu wechseln. Kran klassisch steuerbar mit ASDW und den Pfeiltasten. Da kann ich natürlich die Perspektive ändern. Und sehe auf den Hafen. Das ist in einer ganz neuen Sicht, viel höher oben. So. Dann holen wir uns mal ein wenig Sand. Ausleger ausfahren, Schaufel öffnen, oh je, so weit komme ich nicht, das ist natürlich doof, dann holen wir den Ausleger wieder ein Stück rein und schaufeln von hier. Servus. Daran, dass wir keine Staubwolke sehen, kann man erkennen, Staubwolke, ich zoome mal rein, kann man erkennen,
erkennen, dass die Schaufel leer ist und nichts gegriffen hat. Das ist leider etwas, was ich nicht ganz verstehe. Er greift nicht immer. So, das schaut jetzt gut aus. Tata, es staubt. So, rüber mit dem Sand. Öffnen. Und plumps, schon ist es drin. Den Rest können wir jetzt automatisieren mit Enter. Und schon ist die ganze Pampe geladen. Somit können wir zurückwechseln in die Schiffsansicht. Licht drehen wir mal ab. Und dann einmal ablegen und raus aus dem Hafen. Wir sehen links oben, wie voll das Schiff ist. Wir sind also ziemlich voll beladen. Und wir dürften relativ viel Strömung haben, denn da geht gerade überhaupt nichts weiter beim Ablegen. Das ist das Schöne an dem Spiel, dass durchaus auch realistische Verhältnisse vorherrschen im Wasser. Das heißt, Strömungseigenschaften vom Wasser sind vorhanden und beeinflussen den Spielablauf. Wir hören jetzt einen Zug, den sehen wir auch im Hintergrund. Und langsam aber doch bewegt sich die Annalisa aus dem Hafen raus. Die Geschwindigkeit ist durchaus realistisch, vielleicht sogar noch eine Spur zu schnell. So, wir werden jetzt im Video mal ein bisschen vorspulen. Los geht's. So, müssen wir aufpassen auf den Querverkehr. So, während wir uns jetzt auf der Fahrt befinden, schauen wir mal auf die verschiedenen Einstellungen, die wir haben. Derzeit fahren wir bei Tageslicht. Wir sehen hier oben die Karte und das Radar. Aber wir sehen auch schon aufgrund der guten Sichtverhältnisse den Schiffsverkehr in Echtbetrieb. Hier liegt ein Schiff, hier ist der Hafen, auf dem wir gerade geladen haben. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen mit der Annalisa nicht untertags fahren, sondern wir würden das Schiff gerne im Morgen steuern, können wir hier rechts oben umschalten auf Morgendämmerung. Damit wir die Stimmung genießen können, schalten wir mal das Radar weg. Karte. Ein schöner goldener Sonnenaufgang. Das Ganze gibt es natürlich auch mit Sonnenuntergang. Da ist nicht mehr so viel Unterschied zu untertags.
Und jetzt schauen wir uns das Ganze an bei Nacht, was mir besonders gut gefällt. Heute ist sogar eine ziemlich helle Nacht, liegt vermutlich daran, dass wir uns im Stadtgebiet befinden. Rechts sehen wir wieder einen Zug vorbeifahren. Denn normalerweise ist es nicht so hell in der Nacht. Schauen wir mal woanders hin, wo keine Stadt ist, zum Beispiel hier in Königswinter. Der Autopilot bringt uns jetzt nach Königswinter, wo wir den klaren Sternenhimmel sehen und wir machen uns auch gleich auf die Suche nach dem Mond. So, wir befinden uns jetzt in Königswinter und fahren hier in einer wunderschönen mondbeschienenen Nacht. Und natürlich auch nächtens auf den Verkehr achten. Da vorne sehe ich etwas im Weg rumstehen. Ich sollte mal für mich persönlich das Licht einschalten. Und damit ich auch gesehen werde. Und man sieht, dass nicht nur die Außenbeleuchtung angeht, sondern auch das Kajütenlicht, wenn wir da hineinschauen. Licht aus, Licht an. Mal kurz umschauen hier, die Kaffeemaschine ist beleuchtet, der Drucker, gemütliche Sitzbank. Kamera läuft auch, Instrumententafel, ein Blick auf die Karte, die wird jetzt in dieser Ansicht nicht oben dargestellt, sondern eben auf der Kartentafel. Und wir sehen hier das entgegenkommende Schiff, das wir hier sehen, haben wir auch schon hier auf der Karte. Hinter uns kommt auch bereits ein Schiff, das hier kreuzen wird. Schauen wir uns mal um. Da haben wir es auch schon. Kurz mal die Draufsicht, so schaut das Ganze bei Nacht aus. Oben, wir hören die Grillen zirpen oder die Zirpengrillen, je nachdem, wie man es gerne hätte. Ja, und nachdem wir jetzt doch noch ein ganz schönes Stück zu fahren haben, können wir hier auf 5-fache oder 10-fache Geschwindigkeit beschleunigen. 10-fache Geschwindigkeit ist im Normalgebrauch. Ganz okay. Und wir fahren Richtung unserer Destination, damit wir mehr sehen und nicht nur ein schwarzes Bild haben. Ein Blick wieder in die Tagesansicht. Wir springen mal jetzt zu unserem Hafen. Zielhafen. So wir die Maus finden. Unser Zielhafen in Köln. Und da werden wir jetzt wieder anlegen. Das Anlegemanöver schauen wir uns jetzt dann auch gleich im Schnelldurchlauf an. Denn wir haben ja schon ein Anlegemanöver hinter uns gebracht und uns vorher bereits angeschaut. Und wir sehen da hinten schon die Sandhaufen, da wollen wir auch unseren Sand und Kies deponieren.
So, wir sind in Köln angekommen. Schauen wir mal, was wir sonst noch so tun können in dem Spiel. Wir haben hier unter den Einstellungen die Möglichkeit, an der Grafik herumzuschrauben, fahren momentan mit fantastischer Grafik, mit guter Schatten- und Strukturqualität. Sound können wir nur die Lautstärke ändern und unter Input den Eingabedevices frei definieren für die einzelnen Maschinen und Schiffe. Im Logbuch sehen wir unseren aktiven Auftrag, wir sehen die Punkte, die wir bereits erspielt haben und mit welchem Schiff wir unterwegs sind. In der Flotte haben wir die Übersicht über die 7 verfügbaren Schiffe. Wir sind jetzt mit dem Frachtschiff unterwegs, schauen wir mal zum Sportboot und drehen auch mit diesem kleinen Flitzer noch eine Runde. Denn auch da zeigt sich die Grafik sehr bemerkenswert, realistisch und vor allem auch die Physik des Spiels. So, wir bewegen uns jetzt mit unserem Schiff nach Wesel. Bekannt aus dem Schuh des Manitou. Und da liegen wir schon wieder mal vor Anker. Sehen wir uns in Wesel um. Eine sehr, sehr schöne Gegend, muss man sagen. Sehr waldreich. Dann schauen wir, was sich hinter dem nächsten Eck befindet. Anker lichten, Vollgas geben, los geht's. Und natürlich weiterhin auf den Schiffsverkehr achten. Wir haben da auch die Möglichkeit. Eine Karte einzublenden wollte ich sagen, so ist das aber nicht. Es gibt hier keine Karte. Und wir sind natürlich, ist ja ein Rennboot, deutlich schneller. Oje, was wir jetzt gleich sehen werden, ist, dass auch ein Kontakt mit dem Ufer nichts ausmacht. Und genauso wenig macht ein Kontakt mit einem Schiff etwas aus. Wenn ich jetzt runterbremse und das Schiff ramme, merken wir, ich kann mit meinem kleinen Sportboot dieses große Ausflugsschiff einfach so beiseite schieben. Der Zug fährt auch gerade vorbei. Das kann ich auch noch beschleunigen, dann kann ich ihn schneller wegschieben, den Kerl. So. Und jetzt ein Sprung über den Rand. Nein, weit gefehlt. Ich werde einfach abgelenkt. Perspektivwechsel. Der aufgestellte Kiel gefällt mir sehr, sehr gut und ist extrem realitätsnah auch hier wieder. Das Ganze von oben betrachtet, da merkt man dann schon die Geschwindigkeit. Wenn wir ein Kreisel drehen, sieht es dann so aus. Zurück ins Cockpit. Ja, da kann einem schon schlecht werden. Und das Interessante ist natürlich auch da wieder, dass die
anderen Schiffe nicht ausweichen. In dem Fall ist das allerdings auch gut so, denn ich bin nur ein Sportboot, bin klein, schlank, manövrierfähig und die großen Schiffe haben natürlich Vorrang, ist ja ganz klar. Wenn ich allerdings mit dem großen Schiff unterwegs bin, weichen mir die anderen auch nicht aus und da ist es nicht realitätsnah. Düsen wir mal weiter. Erkunden ICE. Die Steuerung spricht leider relativ langsam an. Die Geschwindigkeit auf das 10-fache oder 5-fache zu erhöhen geht im Übrigen mit dem Sportboot nicht. Und das ist mit seinen 93 km/h so schon schnell genug. Sind mittlerweile in Oberwesel angekommen. Und was ich jetzt zum guten Abschluss noch tun möchte, ist mir diesen Turm hier in Oberwesel anzuschauen. Einfach nur mal kurz vor Anker gehen. So, Anker werfen, Turm anschauen. Und das vorbeifahrende Schiff bestaunen. Conclusio, ein Spiel, das Spaß macht, das sehr realitätsnah ist, in der Steuerung leider ein bisschen hapert, hier und da ein bisschen rumzickt, aber im Großen und Ganzen kommen Freunde des Bootfahrens voll auf ihre Rechnung. Vorrangig das An- und Ablegen macht extrem viel Spaß. Ja, also dann, gute Nacht.